Freie Universität Bozen, Sitz der Südtiroler Hochschule. Schlichte, aber bedeutende Feier zur Verleihung der Bachelor- und Masterstudiengang-Diplome an 327 Studenten. 327 Personen der Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Design und Künste und Naturwissenschaften und Technik, die nun ihre Hochschulausbildung beendet haben. Es ist ein wichtiger Tag des Übergangs. Die Zeit des Studierens ist für die meisten vorbei. Manche kehren wieder zurück in ein höheres Studium. Aber wir müssen diesen Übergang zwischen der Studierendenzeit und der Zeit der direkten Verantwortung in einem Beruf auch entsprechend zum Ausdruck bringen. Das ist für uns eine Gelegenheit, Sie als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft anzusprechen, die eben die Investition, die die Gesellschaft in das Studium macht, auch dann auf ganz bestimmte Weise umsetzen müssen. Deswegen unser Appell, deswegen unsere Wünsche für Ihre Zukunft. Die Fakultät mit der größten Anzahl an Absolventen sind die Wirtschaftswissenschaften. 177 Absolventen der Bachelor-Studiengänge Wirtschaftswissenschaften und Betriebsführung, Tourismus, Sport und Eventmanagement und Ökonomie und Sozialwissenschaften. Die Ausbildung der Studenten der Freien Universität Bozen gehört zu den besten auf nationaler, aber nicht nur nationaler Ebene. Wir haben einen Masterstudiengang, bei dem die Studenten nach dem dreijährigen Bachelor noch weitere 2 Jahre studieren. Die Ausbildung ist deshalb sehr qualifiziert. Dazu kommt, dass man auf dieser Hochschule in 3 Sprachen unterrichtet. Ein ganz besonderer, vielleicht einzigartiger Charakter unserer Uni. Auch die Studenten der Masterstudiengänge Unternehmensführung und Innovation und Ökonomie und Management des öffentlichen Sektors haben ihre Diplome erhalten. Der Mehrwert der Freien Universität Bozen bleibt ihre Dreisprachigkeit. Auf jeden Fall die Dreisprachigkeit. Ich weiß, das hat man schon 1000 Mal wiederholt, aber das ist halt ein Mehrwert, was uns Studenten auf jeden Fall zugutekommen wird, hoffentlich in der Zukunft. Und auch noch die Tatsache, dass es halt ein internationales Umfeld und auch eine internationale Universität ist, weil halt Leute aus verschiedenen Regionen bzw. auch aus verschiedenen Ländern kommen und wir dann die Möglichkeit haben, uns auch mit denen zu konfrontieren. Die Fakultät für Informatik konnte 66 Absolventen der unterschiedlichen Studiengänge feiern. Die Fakultät für Design und Künste wies 45 Absolventen auf. Die Fakultät für Naturwissenschaften und Technik hat 39 Diplome überreicht, darunter die der Bachelor-Studiengänge für Agrarwissenschaften und Umweltmanagement und Industrie- und Maschineningenieurwesen.